So, da bin ich jetzt wieder und jetzt wenn wir mal von 21 in Rennen. Wir nehmen mal die härteren, neue härtere. Ja, wir gehen normale Rennstrategie. Und auf die Strecke dann. So. Legen wir los. Ja, dann schmeißt man die Karete hier an. Rum, rum, rum. Ja, da kommt keiner. Lass mich raus, ey. Alonso auf 1. Das war klar. Dahinter dann Mark Webber. Ricciardo will ich auf jeden Fall noch kriegen. Rum, rum, rum. Jawohl, 16. So, den einkassiert. Dann jetzt Ricciardo. Ja, komm, gib Gas, Ricciardo. Ey, wenn das der mich nicht mal weggedreht hat, dann weiß ich auch nicht. Ja klar hat der mich weggedreht. Vorne mal machen wieder. Ein Teamkollegen will ich mindestens haben. So. So. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Denk dran, du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Bin ich aber nicht. Ich bin an 1,7 war es gerade. So.
Vielleicht komme ich ja doch noch ran. Ich sehe nämlich noch alle da vorne. Okay, dann soll er das machen. Da vorne verliere ich den Anschluss. Ganz eindeutig. Aber jetzt kann der Daniel auch nicht mehr frei fahren, das ist das Gute für mich. Kann ich nämlich aufschließen. Ach du, was ist denn das für ein Pfosten da? Ich dagegen fahre, das. Nee, 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 nee. Boah, sie noch hinter mir halten kann, boah, aber ich glaube nicht mehr lange. Das war jetzt nicht absichtlich. Boah, meine Reifen sind ja schon fast richtig im Arsch. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Soll er das tun? Hier kannst du nicht überholen. Wenn ich keinen Fehler mache, kannst du hier nicht überholen, die Reste. So. Innerhalb der nächsten 5 Runden an die Box muss.
Okay, soll er aufholen. Solange ich aber keine Fehler mache, kann er ruhig aufholen. Macht zwar Fehler, aber nicht solche, dass er dann vorbei könnte. Vorne verliere ich eindeutig den Anschluss. Das war aber auch schon klar. So. So. Ja, nee, ist klar. Ey. Nee, das werde ich nicht zulassen. Ja, Probleme im Nacken habe ich da. Mit die Reste habe ich im Nacken. Das ist mein einziges Problem. Da dreht er mich, ey. Ja klar dreht er mich. Jetzt war der S-Zone. Ich bin. Soll das tun? Ich lasse sie ganz bestimmt nicht mehr durch. Ach. Thank you.
So. Jawohl! Was mache ich denn da? So. Ich werde den ganz bestimmt nicht einfach vorbeilassen, wo es mein Teamkollege ist. Ich bin nicht lebensmüde. Wenn er vorbei will, so muss er sich einen Platz suchen. So. Da schließe ich auch nach vorne. Ich werde noch durch die Abkürzung kriegen, werde ich bestimmt noch eine Strafe kriegen. Nach roten Zeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Das ist ja super. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Als ob ich nicht alles versuchen würde, du Vogel. Ich werde dich auch noch vor mir halten können. So. Was? Durchfahrtsstrafe wegen wiederholten Abkürzen. Du musst innerhalb der nächsten drei Runden reinkommen. Mach mal Halbladen oder wollt ihr euch gegenseitig abschießen? Gib mir den Boxenstopp, ey. Jawohl. So, es war ein aussichtsloses Rennen, aber ich werde es trotzdem zu Ende fahren. Ich werde mein Bestes geben. Ja, nee, ist klar. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase. Was? Wie disqualifiziert? Du
erste Flagge gesehen. Du bist raus. Nein! Ich bin raus! Mach! Ich kann nicht fassen, dass du raus bist. Stell den Wagen ab und mach den Motor aus. Okay, hab ich gemacht. Boah. Verliere ich richtig Punkte. 45 habe ich jetzt schon Rückstand auf Hamilton. Fuck, Mann. Aber hat eh keinen Sinn mehr gehabt, also. Sorry. Ey! Da habe ich extra mehr. Da brauchst du dich nicht so aufregen. Guck mich nicht so blöd an. Gleich knallst da, ey. Hoffentlich ist... Jetzt kommt nämlich, glaube ich, Kanada und das ist meine Lieblingsstrecke eigentlich. Das ist nämlich schön für Platz. Ja, das ist meine Lieblingsstrecke. War sie zumindest 2011 noch. Vom 1. 2011. Oh ja, landet vor Teamkollegen. Schön für ihn. Naja. Ja, schön für dich, Ricky. Ja, du kannst dir ein Säckelchen lutschen. Das kannst du machen. Wenn du überhaupt einen hast. So, das war's jetzt aber wieder für diesen Part. Also, wir sehen uns im nächsten. Wenn es wieder heißt F1, Karrieremodus. Also, bis bald, oder rein und ciao.